Schauen wir jetzt auch ganz kurz an, Leute, wie ich als Fluggerätemechaniker gearbeitet habe einen Tag, Leute. Jetzt wird's ganz, ganz wild. Jetzt wird's ganz wild und danach gehen wir heute rein in die Minecraft-Masse, meine Freunde. Let's go. Engine fire. Ich war einfach dabei. Digga, ich Flugzeuge habe ich repariert, Leute. Engine overheat. APU fire. Configuration. Das sind jetzt nicht so nette Nachrichten. Also da hängen ja schon direkt Menschenleben in der Theorie dran. Natürlich. Das war ja sau einfach eigentlich. Das habe ich mir direkt gemerkt. Ja, ist eigentlich recht easy zu schaffen. Ja, ja. Flugzeug fliegen ist sau easy, Leute. Das willst du im Flug nicht hören. Also Engine overheat oder Engine fire ist jetzt nicht Cabin möglich. Altitude. Gut, dann können wir... Stimmt nicht, ich habe auch Flugzeuge repariert. Triebwerk jetzt starten. Das Flugzeug ist soweit konfiguriert und gleichzeitig muss ich dann auf die Triebwerks... Wisst du alles Bescheid? Ja, ich habe gerade mit ihm kommuniziert. Ich habe so einen Tag als Like a Boss mäßig, heißt das Format. Ja Leute, wie ihr unschwer erkennen und wahrscheinlich auch hören könnt, bin ich wieder unterwegs und zwar heute am Köln-Bonner Flughafen und diese wunderschöne Maschine hier, die gehört nicht mir, sondern vielleicht unserem Gast heute. Einen wunderschönen guten Morgen. Hi. Hi, Ruby. Good. Ihr wisst ja, Leute, ich habe mir mal ein Privatjet gezogen und da reden wir heute ein bisschen drüber, ne? Klar, das Ding. Hotte Weste. Absolut, das ist der Fashion Trip. Das sind die neuen Balenciaga Slowrunner. Dazu eine weiße Weste, wie jeder Kriminelle sie haben sollte, klar. Die Maschine denn dir jetzt am Ende? Die gehört nicht mir, die anderen hier aber schon. Dachte ich mir. Du schaust dir heute auch die Ausbildung eines Fluggerätmechanikers an. Richtig, so sieht's aus. Ich bin sehr gehypt, es ist sehr laut hier. Ja. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wir gehen mal rein, wir treffen mal den Auszubildenden, der dich heute durch den Tag begleitet. Gerne, let's go. Starke Schuhe, oder? Mhm. Das müsst ihr mal vorstellen, Leute. Andere YouTuber kaufen sich ein Haus, ich kaufe mir einfach Privatjet. Wisst ihr, was ich meine? Der ist von Riese tatsächlich. Der ist sehr reich. Wo ist der von Bibi? Bibi hat eine ganze Halle. Ah ja, das ist super. Und einer, der das übrigens hier alles fertigstellt, ist er hier, nämlich Flo. Das sind Sicherheitsschuhe. Moin, hi. Na, geht, machen wir so. Hi. Guckt mal, guckt euch diese Dinge an. Ich musste die anziehen, ich konnte nicht anders. Du machst die Ausbildung zum Fluggerätmechaniker und ich würde sagen, ich übergebe Revi an dich und dann kannst du ein bisschen erklären, was du machst und was deine Aufgaben sind und ich verziehe mich dann mal. Sehr gerne. Ich kann dir helfen, zeig mir was. Ich habe direkt eine Aufgabe vorbereitet, damit können wir anfangen. Wir müssen an dem Flugzeug noch einen Reifen montieren. Mhm. Ich würde sagen, damit können wir direkt starten. Ey, Digga, ihr Stahlkappen-Add-on, das ist wie ein Perk bei Call of Duty. Ihr glaubt nicht, wie stressig das ist, einen Reifen zu wechseln beim Flugzeug. Das ist ein bisschen dreckig und jetzt müssen wir einmal hier drunter krabbeln. Die Schuhe kommen in der neuen Balenciaga. Das sind Balenciaga Slowrunner, die kommen in der neuen Kollektion, Chat. Junge, und damit Schlägerei direkt gewonnen. Was? Das ist unser Z-Max-Schuhe. Und hier sind unsere verschiedenen Bauteile, die noch zugehören. Das sind eine Menge Teile. Das ist unser Rad. Julia geht sehr gut, sie ist gerade im Schlafzimmer. Das sind die zugehörigen Befestigungsteile des Reifens. Da haben wir einmal. Bei so einem Ikea-Schrank. Ja. Ja, ich würde mal hier eine Schraube weglassen, wenn ich keine Lust habe und so. Ne? Also, kennst du ja. Ja. Wenn man sowas aufbaut. Was passiert, wenn ich das hier mache? Hier wird keine Schraube weggelassen. Hier wird auf jeden Fall penibelst drauf geachtet, dass alle Teile verbaut sind. Also, ihr seht es ja, so ein Reifen zu montieren, checkt das mal, Leute. Beim Fahrrad ist einfach zack, zack, runter, hoch. Runter, hoch wahrscheinlich, oder? Und hier muss man so richtig viel beachten. Also, es dauert jetzt erstmal ein bisschen, bis wir diesen Reifen da fertig dran haben. Eine nervige oder eine coole Aufgabe? Das ist, ich würde sagen, eine recht durchschnittliche Aufgabe. Das ist eine recht normale Sache. Was ist so die coolste, also die geilste Aufgabe, die es in deinem Job gibt? Ich finde es schwierig zu sagen, was wirklich die perfekte Aufgabe ist oder was nicht. Grundsätzlich finde ich es immer eine sehr schöne Sache, wenn ich etwas zusammengebaut habe und am Ende es dann auch testen darf und es funktioniert. Ja. Also, wenn ich irgendwas an den Triebwerken gemacht habe und danach geht der Flieger raus und zum Standlauf und das Triebwerk springt an und es funktioniert, so wie es sein soll. Mhm. Also ich würde sagen, so ein Triebwerkswechsel sind schon eigentlich mit die schönsten. Das ist halt ganz geil, weil es ergebnisorientiert ist, ne? Ja, und weil man auch am Ende des Tages wirklich... Das hat echt Bock gemacht. Guck mal, Leute, ich habe einfach einen Flugzeugreifen. Ey, ich habe einfach einen Flugzeugreifen gechanged. Checkt hier, was ich meine. Da hängt ja schon direkt Menschenleben in der Theorie dran. Natürlich. Wenn du jetzt hier was falsch machen würdest... Ich meine, ist das nicht auch ein ziemlich belastendes Gefühl, das immer im Hinterkopf halten zu müssen? Ja, es ist natürlich eine große Verantwortung, aber da alles auch geprüft wird und vom Prüfer und jede Arbeit auch nochmal von einem weiteren Paar Augen abgenommen wird, mega sexy, welches dazu berechtigt ist, ist man immer auch auf einer sicheren Seite. Und zum anderen spornt es aber auch an, seine Arbeit wirklich ordentlich zu machen, weil... Ey, das musste danach... No joke, Leute, der Reifen musste danach nochmal abgerissen werden und nochmal kontrolliert werden.
Also das ging nicht anders. Also das ist ja nochmal anders als ein Fluglotse. Euch, ihr arbeitet ja im Hintergrund, man sieht euch ja fast gar nicht. Flex mit der Kette. Genau. Sehr selten. Ja, Mann, das ist kein Beruf unbedingt für Ruhm und Ehre. Also wir sind mehr im Hintergrund am Arbeiten. Ein Video muss ich mir gleich noch mit euch reinziehen, dann können wir rein in die Masse. Und während ihr jetzt mal die Glocke aktiviert, damit ihr kein Video von uns verpasst, aktiviere ich... Ja, wenn ihr Bock habt, Leute, checkt den Kanal mal aus. Der heißt Like a Boss. Da lasse ich mein Abo da. Ich schreibe auch mal direkt ein geiles Kommentar. Cool. Endlich ein Video mit Revi. Liebe Mods, postet den Link mal gerne in den Chat. Dann könnt ihr das Video auch mal geil bewerten. Ich gebe euch den Link auch mal hier kurz rein. Dann könnt ihr da mal reingucken. Es ist wild. Jetzt mal die Triebwerke. So. Erstmal Dislike, weil du da bist. Shut up, Bro. Check mal, Leute, wie geil das ist. Das Ding durfte ich auch fahren. Das durfte ich fahren, diese Raupe, wie geil. Einfach mit so einem Privatchat, Digga. Wie geil, oder? Wie viel Gage hast du denen gezahlt? Den ganzen Leuten habe ich allen 10er gezahlt. Ey, so ein Privatjet, einfach 10 Millionen Euro, Leute. Das ist so krass. Die gute Stube. Guck mal, wie geil das ist von innen. Ja, ist ganz nett. Haben wir Sitzheizung? Leider nicht, aber... Seht ihr, Leute, es passt mir doch, oder? Also ist hier dann auch warm genug. Es passt schon sehr gut zu mir, so ein Privatjet, oder? Zu gemütlich werden. Guck mal, ich sitze direkt da, Leute. Würde mir ein Privatjet stehen, seid mal ehrlich, Leute, oder? Würde mir ein Privatjet stehen? Soll ich mir einfach einen kaufen, Leute? Einfach nur aus Flex. Einfach ein Privatjet kaufen, oder? Nee? Ja, dann halt nicht. Okay, dann gönnt mir halt nicht. Ist in Ordnung. Scheiß Chat. Warum? Weil wir haben noch ein bisschen was zu tun an dem Flieger. Wir müssen auch an den Triebwerken schauen, dass die vernünftig dicht sind. Okay, wird laut, oder? Es wird laut, auf jeden Fall. Du hast deine auch dabei? Ich habe sie dabei, ganz genau. Aber erst müssen wir den Flieger noch ein bisschen vorbereiten. Okay. Und dann wie ist es denn das generell losgehen. Bei dir, wenn du fliegst? Würdest du sagen, der erste YouTuber mit Privatjet. Normaler Passagier. Umfeldschänder, Leute, entspannt euch. Man denkt schon anders über die Technik nach. Allerdings ist man jetzt nicht wirklich größtenteils besorgt. Man weiß, was die Strukturen sind, dass es wirklich eine sichere Art der Fortbewegung ist. Und man fühlt sich durchaus sicher. Raus aus Bibis Privatjet. Der Beruf geht in verschiedene Richtungen, klar. Hinten ist eine Toilette drin, ja. Ein Raumfahrtstudium machen noch danach. Aber der normale, typische Werdegang ist, dass man sich weiterbildet bis hin zum Supervisor und dann später zum Prüfer. Und dann wird man Prüfer auf den vereinigten Luftfahrzeugen und... Fragen haben wir zusammen mit der Redaktion gemacht, genau. Die Leiter hochklettern. Ich habe das ganze Flugzeug untersucht, Leute. Ich habe da alles gecheckt, ob da alles richtig ist. So krass. Das System schon mal hoch. Check dir, wie aufwendig ist es, ein Flugzeug zu starten. Man steckt die Schlüssel rein, macht so, Leute. Das ist ganz anders. Wie wär's mit einem Tag als Pornodarsteller? Mach ich als nächstes, Leute. Kommt als nächstes. Eins in den Chat, wenn ihr wollt. Jetzt erstmal über Unges Haus fliegen. Gar keinen Bock. Hauptkontrollsystem. Nav-Light-Switch. Pass auf, das ist hier Nav. Einmal auf Nav stellen, bitte. Standby-Pump. Die kannst du einmal bitte auf Auto stellen. Und jetzt ist alles in Ordnung und der Flieger ist eingeschaltet. Das war jetzt nur, um den Flieger anzuschalten. Das ist jetzt nur, um den Flieger krass, ne? Mit dem Hilfstriebwerk zu starten. 18 Minuten dauert das. Das habe ich mir direkt gemerkt. Ja, ist eigentlich recht easy zu schaffen. Absolut nicht. Du hast eben gesagt, dass das schon ein Beruf ist, wo du mit Leidenschaft hinterher bist. Würdest du das dann auch anderen Leuten empfehlen oder ist das wirklich was für jemanden, der nur... Actually, echt nicer Beruf, Leute, wirklich. ...in der Luftfahrt wirklich, also der da richtig Bock drauf hat. Es ist nicht unbedingt, dass man nur an der Luftfahrt den Gefallen haben muss. Allerdings, man muss schon eine Leidenschaft für Technik haben und auch für kompliziertere Technik. Ja. Und wenn man Spaß an einem anspruchsvollen technischen Job hat, dann ist es... Ja, kann auch fliegen, ja. Du beschreibst das alles immer so super, super positiv und so. Aber es gibt doch sicherlich auch Aufgaben und Tage, wo du denkst, ey, was für eine Scheiße. Also gibt es so Momente, wo du denkst, boah... Also es gibt mal ein kleines bisschen durch. Ich will noch ein bisschen Action sehen hier. Öldruck ist da, alles da im grünen Bereich. Das war das Erste. Das heißt, das ist soweit dicht. Das Triebwerk ist jetzt an. Ob es dicht ist, können wir nach dem Standlauf schauen. Was würde passieren, wenn du jetzt komplett durchschiebst, dann bewegt das richtig Gas. Ne? Ja, auf jeden Fall, das machen wir auf gar keinen Fall.
Ich war so tempt, dass wir einfach losfliegen. Flugzeugstruktursysteme, da ist nichts wirklich zu verändern. Ey, guck mal jetzt am Ende, Leute, am Ende. Eine ganze Werkhalle, alles was hier steht, 20 Millionen wert. Pass mal auf, jetzt am Ende, Leute, guck mal. Es sind sogar eher mehr Masken noch überall drüber. Es gibt tendenziell eher mehr Masken als Passagiere. Wusste ich auch nicht. Es gibt mehr Masken in einem Flugzeug, als man Passagiere drin hat. Passagiere. Okay, das heißt, sollte eine Maske mal nicht direkt runterfallen, gibt es die Möglichkeit, dass direkt was anderes noch. Ja, die werden alle gewartet, die sind nicht kaputt, die Flugzeuge. WD-40 auf die Reifen, jala, dann läuft das. Ja, wahrscheinlich, Bro. Leos nächstes Geburtstagsgeschenk. Einfach ein Flieger. So, und damit sind wir am Ende des Tages angekommen. Rivi, wie war es für dich? Ja, was soll ich sagen, Leute? Nettes Video, checkt auf jeden Fall mal gerne den Channel hier aus. Geht mal gerne vorbei. Lasst liebe Grüße da bei den Jungs und Mädels von Like a Boss. Sehr, sehr geil. Da schallert schon die Likes rein, Alter. Pockwediger, Pepega, Rivi Gang Flo. Sehr, sehr geil. Freut mich sehr, dass es euch gefallen hat, Leute.